Hallo und herzlich willkommen zu Rayman Origins, mal wieder, dieses Mal moderne Zeiten, ja, da können wir uns gar nicht erlauben, so viel Zeit zu lassen, und deswegen machen wir gleich Go hier. Okay, da ist natürlich, aha, gleich mal ein Herzchen, was natürlich nett ist. Ja, so sehen wir aus, wir reißen ihn aber noch mit in den Tod, weil ich meine, diese Kreatur hat es nicht verdient zu leben. Ich hasse diese Roboter, wollte ich nochmal ganz kurz klarstellen. Ah, das war doch knapp hier, also bitte hier. Mann. Stirb, du Elender. So, einen... Wow. Wow, ich habe was verpasst. Ich muss da kurz wieder hoch. Hallo, lassen Sie mich bitte wieder hoch. Ich muss da hoch. Ja, so geht's natürlich auch. Ja, weil da war, glaube ich, eine Skullcoin oder so. Ja, so funktioniert das hier. So muss das sein. Und immer noch mein Leben. Unglaublich. Oh, Mann. Hier ist doch was 100 Pro, oder? Ja, gut, dann haben wir umsonst unser Leben verloren. Was war denn das für ein Ballerina-Move? Was fällt dem eigentlich ein? Sowas sollte der nicht können. Das ist ein verdammter Roboter. Oh Mann. Okay, das hat nicht geklappt. Aber ich habe es gerade eben hinbekommen. Also muss es funktionieren. Oh, ich hab gewusst, dass der Move funktioniert. Auch wenn ich bei mir gerade irgendwie zerquetscht wurde. Ich habe es überlebt. So, tschüss. Oh, bist du tot, mein Freund. Ne? Wow, nein. Okay, ich bin nicht tot. Sehr gut. Hier sollte doch auch was sein, wahrscheinlich unten. Okay. Ja, das war nicht so schön, aber so läuft das hier nun mal. Entweder zerquetschen oder zerquetscht werden, Ballerina Boy. Inline Skater Boy, bye bye. Ha! Unglaublich, dieses Gefühl. So, wir haben jetzt bis jetzt am wenigsten Blooms, die wir... Ach, wie auch immer, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall geht's jetzt hier, ne? Wir tun einfach mal so, als wären die Fels nicht... Wir tun einfach mal so... Was fällt dir ein, Murphy? Du verspottet mich die ganze Zeit. Ihr kennt es doch in diesen Spielen, wenn da manchmal so eine Meldung kommt, dass ihr... Oh, halt, dass ihr so übertrieben scheiße seid. Was natürlich keiner nutzen will. Ey, das kann dann wohl nicht sein. Ich werde in der letzten Welt noch mehr getrollt. Nur weil ich versuche, das immer so zu lösen. Obwohl es keine... Ich so, komm schon, mach einfach endlich. So. Machen wir es einfach ganz slow. Ich sag einfach mal nichts dazu, aber ich finde diese Roboter so scheiß overpowered. Ah, genau. Das ist doch peinlich, Mann. Ja, geht mir auf den Sack, Murphy. Ohne Spaß. Ich habe keine Lust, rum zu ragen bei diesem Spiel. So, endlich ist es mal wieder gegangen, was ich hier vorhatte. Naja, ich sag einfach mal nichts mehr. Vielleicht besser. So, jetzt aber. Oh, hell. Get trolled, würde ich mal sagen. Get trolled. Wieso musst du eigentlich so weit sprinten? Ich wollte das doch gar nicht hier, ne? Ich habe mir das nicht gewünscht, mein Freund. So, wir versuchen es mal auf die ganz herkömmliche Art und Weise. Okay, so funktioniert's. Dann machen wir das einfach ab jetzt immer so. You're dead, bitch. Dead. Dann stellen wir uns hier hin. Zack, holen die Münze. Ganz einfach, easy sozusagen. Dann stellen wir uns da hin. Gar nicht einfach, die Passage. Was?
Hier gab es ein Secret? Was? Wo? Ja, dann verfehlt uns jetzt wohl ein Käfig. Na, kann man nichts machen. Es sei denn, der ist vielleicht in der Passage. Das könnte sein. Ah, okay, hier müssen wir mal kurz warten. Ich sehe schon, was sie hier schon wieder anstellen. Unglaublich, was sie mir antun wollen. Okay, und wir chillen und rennen los. Okay, ich glaube, ihr wisst auch, wo es ist hier. Okay, also haben wir nichts verpasst. Hervorragend, hervorragend. Und hier gibt es wieder irgendwie eine Explosion am Start. Das Zahnrad bringt alle Roboter um. Hervorragend. Und wir gehen darüber. Ist das nicht unglaublich? Wäre ich jetzt von dem Eis zerbröckelt worden, wäre es nicht so schön. So, was kann man hier noch machen? Nix. Gibt es da unten vielleicht noch irgendwie einen Bonus? Könnte ich mir vorstellen. Naja. So, Elektrons haben wir bekommen. Dann rennen wir mal hier kurz die Wand hoch. Und dann ist zu Ende, ne? So, wir spielen den ganzen Part nur an einem Level. Das sollte mir wahrscheinlich zu denken geben. Die. Was? Ich habe erst 49 Looms? Wie lange geht denn das Level noch? Oh. Ja, so geht das, Freunde. Wir haben 42 ganze stolze. Ich bin tot. Die muss man sofort bekommen, ansonsten bekommt man sie nicht. So, das heißt, wir machen das mal ganz schnell hier. Haben wir sie bekommen? Ja. Ich glaube, wir haben die Münze bekommen. Wenn sie in so einer Blase sind, bekommt man sie sofort. Gut geschrieben aufs Loom-Konto. Das brauchen wir. Und dann nehmen wir auch gerne mal den Schaden, ne? Ich denke gerade wirklich, bin ich das wirklich, der hier spielt, oder... oder irgendjemand anders, weil so viele Fails gab es, glaube ich, schon lange nicht in meinem Let's Play. So, okay, hier gibt es eventuell etwas. Vielleicht aber auch einfach nicht. Ja, ich glaube, da gibt es nichts. Nee, nee. Wir müssen uns umbringen, das sind zu viele Lumps, die wir hier verschwenden. Und anscheinend wird es wohl doch nur ein Level in diesem Part. Tut mir leid, wenn der hier... Oh nee, komm. Wenn der hier so kurz wird, aber so ist das Leben, Freunde, so ist das Leben. So, wir müssen uns kurz umbringen. Ich hasse diese Roboter, habe ich schon gesagt, wie ich sie hasse. Das sind meine absoluten Hassgegner in diesem Spiel. Ich finde die sind nicht mal niedlich, ja? Oh. Verdammt nochmal. Okay, sehr gut. Das heißt, 84 Klumps ist doch schon mal was, ne? Ist definitiv eine Zahl, ne? Und jetzt schaut euch das an, ja? Das ist doch mal easy. So sehe ich aus, ne? Ich kann ja keiner wissen, dass es bis zum Ende geht. Okay, sehr gut. Okay, jeder weiß, glaube ich, wie man da hinkommt. Naja, ich krieg's nicht hin. So, wir müssen warten, bis der oben ist. Okay. Hä, was? Ich dachte, da oben wäre der Käfig. Okay. Auch gut. Ja, und wie soll ich da rankommen? Ja, wie stellt ihr euch das denn vor? Uiuiui, komm, bring dich um. Das ist zu viel Damage hier. So, jetzt aber. Und okay, noch leben wir. Mal sehen, wie lange noch. Okay, noch leben wir. Mal sehen, wie lange noch. Noch leben wir. Mal sehen, wie lange noch. Okay, und jump. Sehr gut, danke sehr. Ja, und rein da. Da haben wir nämlich auch gleich einen Safe State und das ist natürlich immer ganz praktisch, muss man sagen. Oh. Ah, jetzt weiß ich auch, was die hier vorhaben mit mir. So, aber jetzt, zack,
Hä, was? Achso, stimmt, ja, okay. Wir haben aber, der Speicherstand ist perfekterweise da oben gleich. So, den ersten ausgenockt. Wow, wow, wow. Ganz ruhig, meine Freunde. Das war nicht sehr nett von dem, der hat nämlich gleich wieder angegriffen. Mann, 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 überhaupt nicht nett von denen. So, jetzt aber, komm, 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 jetzt muss doch mal was passieren hier. Wir müssen doch mal wenigstens das Level schaffen in dem Part. Also, so weit kommt's noch. Ja, jetzt hätte ich fast so eine Wombo-Kombo gelandet und dann passiert sowas. Da kackt man doch mal richtig rein am Ende des Let's Plays, ne? So. Ja. Und die Musik heitert mich gerade auch nicht auf, obwohl sie es eigentlich tun sollte. Ne? Okay, hat geklappt. Endlich kurz die C3POs los. Jetzt weiß ich auch, wie ich die nenne, weil... Oh. Go down, bitch. Go down. Danke sehr, endlich den zweiten Käfig, dann können wir auch den dritten holen und dann ist nämlich hier Ende Gelände. Schicht im Schacht sozusagen, ne? Das kann ja wohl nicht sein. Ja, perfekt. So habe ich mir das vorgestellt. Ich weiß nicht, wie man das machen soll, ich bringe mich mal ganz kurz um. Aber da sind so viele Lumps, die kann man doch nicht einfach verschwenden. So, ich tippe mal so. Okay, und... Hä? Was? Was? Wie bitte soll das gehen? Ich bin hier voll am Rätseln. Okay, wenigstens die großen sollte ich bekommen. Hey, komm, das muss doch gehen hier, wenn man so einen Trick anwendet, schon hier mit Ducken und so. Ein Herzchen solltet ihr doch mal mir geben, sonst kann ich hier ja gar nicht weiterkommen. Und nee, sorry, ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Ich bin zu unfähig. Hier gibt's keinen Auftrieb, hier gibt's nix. Jetzt war ich schon so gut. Ach, wisst ihr was? Ich beende jetzt das Level einfach ohne 350. Ich habe keine Lust mehr auf dieses blöde Level. Ich hasse es. Ich hasse diese Welt. Sie ist mir zu schwer. Ich sag's ehrlich. So, hier gibt's natürlich gleich mal Luck für mich. Ich weiß nicht, ob die angehen, wenn ich komme oder einfach so. Ich tippe mit Zeit und das war gerade glücklich, würde ich mal sagen. So, dann gehen wir mal weiter. Holen uns das Extra-Leben. Holen uns mal ganz kurz hier die Looms. Irgendwo muss das doch eine Öffnung haben, genau. Was geht da bei denen ab? Puh, knapp. Hätte ich jetzt die... Wenn jetzt am Ende mir irgendwie noch 10 oder so fehlen, dann muss ich einfach nur lachen, weil dann hätte ich mir die vorhin holen müssen und dann hätte ich dieses Level nie wieder gespielt. So. Da kann man natürlich rein, wenn man sich gut anstellt, so wie ich gerade. Dann kann man hier perfekt alle Lums abschnubbeln. Es sei denn, man will nicht, dann geht man hier rein und dann geht man hier runter und wird eingequetscht. so klar, egal, wir spielen nicht auf Lums, also dann mache ich einfach jetzt Rush, falls ich sowas noch hinbekomme, halte ich für eher unwahrscheinlich und wird eingequetscht, nein, diesmal nicht, wir müssen warten, ja, ganz klare Sache, eine klare Sache von warten, abwarten und Tee trinken. Yeah.
Bye bye. Danke sehr. Endlich dieses blöde Level abgeschlossen. Hoffentlich. Also ich nehme einfach mal an. Könnte natürlich auch anders sein. Naja. Wie dem auch sei. Ja, da ist es schon zu Ende, Freunde. So einfach geht's. Zack, zack, zack. Oh, oh, jetzt gehen sie gleich raus. Ah. Ah, doch, ich glaube, die gehen... Die gehen, ja, die haben so eine Art Sensor. Ja, ich glaube, so ist es. So, und jetzt hier, dich schicken wir mal ganz kurz rein. Wie ich gesagt habe, was? Was? Was geht jetzt ab hier? Alter Schwede. Ja. Mann, Mann, Mann. Sind wir jetzt bei Cube oder was? Zack, tot. Wow, wie kann man sich noch so freuen? Also ich will wirklich mal die Freude von dem, von Rayman haben oder das Durchhaltevermögen. Wird die ganze Zeit zerhäckselt und so eine Sache. Und freut sich immer noch wie ein Keks. So. Spring runter, komm, komm, komm. Okay, es hat geklappt. Bye, bye. So, jetzt müssen wir auf die Plattform kommen. Der dreht sich nämlich schon wieder. Oh, shit. So, danke sehr. Dann haben wir es jetzt endlich geschafft. Und dann würde ich sagen, traurig, aber war ein Level im Part, weil mir so viel gefällt hat. Und ja, das LP neigt sich, wie gesagt, dem Ende zu. Und es ist, ja, ein bisschen nervenaufreibend, weil wir hier die ganze Zeit am Failen sind. Okay, wir hätten wahrscheinlich, ja, wir hätten wahrscheinlich auf Blooms ein bisschen gehen müssen. Da hätten uns 40 hätten wir schon aufgetrieben. Also so schwer sind dann die Lungengrenzen nicht, weil, ja, ich bin einfach nur die ganze Zeit am Sterben, deswegen hatte ich keine Lust. So, moderne Zeit, mal ganz kurz schauen, was es noch in dem nächsten Level mit dem auf sich hat. Aha, da oben ist das Treasure Level. Zwei Elektrons für das Schatzlevel, dann werden wir wahrscheinlich dieses und dieses tun. Die Offenbarung und das Schatzlevel im nächsten Part. Und dann sehen wir ja, was los ist, ne? Also... Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dieses Mal wieder dabei wart. Ciao und bis zum nächsten Mal. Adios, amigos.